Ein Jahr nach Mozarts Tod kommt der junge Ludwig van Beethoven von Bonn nach Wien, um sich dort zunächst als Pianist zu bewähren. In dieser Eigenschaft spielt er oft das eben gehörte D-Moll-Konzert und lernt somit Mozarts Raffinessen gewissermaßen mit eigenen Händen begreifen. Doch wie viel Mut und Fantasie braucht ein junger Mensch wie dieser Beethoven, wenn er sich daran macht, auch als Komponist in Mozarts Fußstapfen zu treten? Und zwar nicht zuletzt in dieser Gattung, die Mozart so genial zu ihrem Höhepunkt geführt hatte. Beethovens 5 Klavierkonzerte entstehen innerhalb von 10 Jahren in der entscheidenden Phase, in welcher aus dem frühen Beethoven der monumentale Beethoven wird, wie wir ihn von den Sinfonien Nummer 3 bis 8 kennen, von den Rasumowski-Quartetten oder der Waldstein-Sonate und der Appassionata. Die ersten beiden Konzerte, das Konzert mit der Nummer 2 in B-Dur wurde als erstes geschrieben, liegen in ihrer Entstehung und stilistisch eng beieinander. Sie sind zwar durchaus von Anfang an typischer Beethoven, dennoch lässt sich noch gut das Idiom Mozarts erspüren. Das dritte Klavierkonzert wurde auf der Schwelle zur mittleren der monumentalen Phase komponiert, die er selbst als Suche nach einem neuen Weg bezeichnet hat. Die Formen werden breiter, der Ausdruck intensiviert sich. Wie das aussieht, möchte ich Ihnen demonstrieren, indem wir uns die jeweils letzte Minute der 5 ersten Sätze anhören. Immer die Stelle vom Ende der Solokadenz bis zum Schluss des Satzes. In dem zuerst komponierten B-Dur-Konzert hören wir die typischen, markant und knapp gehaltenen Schlussakkorde. Im C-Dur-Konzert führt die Kadenz, die hier mit einem imposanten Knalleffekt zu Ende geht, zunächst zur Wiederkehr des revolutionär gestimmten Epilog-Themas, um dann mit den typischen Schlussakkorden aufzutrumpfen. All dies wäre, formal gesehen, auch bei Mozart noch möglich. Etwa im ersten Satz des vorhin behandelten D-Moll-Klavierkonzertes. Ja, hier findet sich sogar die Idee, statt der markanten Schlussakkorde im Forte eine zarte lyrische Insel auszubreiten und in dieser Stimmung zu schließen. Ab dem dritten Klavierkonzert verbindet Beethoven die beiden Ideen miteinander. Nach der virtuosen Kadenz taucht er zuerst in eine lyrische Ruhephase ein, dann allerdings kommt umso heftiger der zu erwartende Durchstart in einen kraftvollen Schluss. Im vierten Konzert festigt und intensiviert sich dieses Modell. Die geheimnisvolle Stimmung, die im dritten Konzert die Pauke erzeugt,
wird hier durch ein zartes Pizzicato der Streicher intoniert. Der anschließende Anlauf zum Schluss erfolgt dann auch hier mit typisch Beethovenscher Power. Im fünften Klavierkonzert gelingt Beethoven sogar noch einmal eine Steigerung dieser Dramaturgie. Der Abschnitt wird nicht nur länger, sondern auch in seiner Wirkung monumentaler und symphonischer. Nach einer kurzen Solokadenz, die Beethoven hier exakt vorgibt, um jedes freie Improvisieren zu unterbinden, kommt es zu einer wunderbaren Abfolge herrlicher Ideen. Zunächst wieder die Ruhe nach dem Sturm im Klavier, dann die samtig weichen Hörner mit unterlegtem Pizzicato in den Streichern und schließlich der vermeintliche Durchstart zum Schluss. Doch so weit sind wir an dieser Stelle noch nicht. Beethoven baut einen regelrechten Höhenflug auf. Im ständigen Wechsel zwischen Klavier und Orchester werden wir in eine fast rauschhafte Stimmung hineingezogen. Zu Recht spricht man bei diesem Konzert von einer Sinfonie mit obligatem Klavier. Darauf folgt ein weiterer Stimmungswechsel. Wir hören einen wunderbar schwingenden Rhythmus. Achten Sie dabei auf die zarten Gluckentönchen im kleinen Finger der rechten Hand. Bis schließlich eine Atmosphäre entsteht, die uns sagen will, jetzt muss der Schluss dann aber doch wirklich kommen, was dann auch mit triumphalen Gästen der Fall ist. Hier das Beschriebene nun für das Ohr.
Beethoven ist es also gelungen, nach den scheinbar nicht zu übertreffenden Mozart-Konzerten der Gattung noch einmal eine neue Dimension zu geben. Wie im Übergang von den ersten beiden Sinfonien zur Eroica und von dieser weiter bis zur alles überwältigenden Neunten. Die handwerkliche und kreative Leistung, die Beethoven hier vollbringt, ist gigantisch. Nicht zuletzt trägt zu dieser Neudimensionierung auch eine wahre Evolution in der Technik des Klavierspiels bei, wie wir sie in der Gattung der Klaviersonate ja auch beobachten können. Welch ein Radius an Entwicklung erleben wir nicht zwischen den ersten Sonaten bis hin zur späten Hammerklaviersonate oder gar der Sonate Opus 111. Doch zu diesen formalen und technischen Aspekten kommt noch ein zweites hinzu. Es ist der Tonfall, der sich von Mozart zu Beethoven hin in der Musik verändert. Man kann nur schwer in Worte fassen, was damit gemeint ist. Ich glaube, beim Hören kann man es besser erspüren. Probieren wir es einmal. Zuerst Mozart.